Also das Schwierigste finde ich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die politische Entscheidungsfindung zu beeinflussen oder die politischen Entscheidungsprozesse mitzugestalten aus der Wissenschaft raus. Das ist ja eine meiner Aufgaben und finde ich auch unglaublich wichtig. Aber das ist halt einfach schwierig. Also das haben wir jetzt bei Corona gesehen, wie schwierig das ist. Die Politik ist sehr komplex und wissenschaftliche Inhalte sind halt nur ein Teil. Aber also, es lohnt sich jeden Tag, weil wir natürlich schon Erfolge sehen. Für verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden im Spezifischen gibt es immer mehr Gehör. Und also ich mache ja Forschung, Lehre und Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit und das macht alles auch einfach unglaublich viel Spaß. Und ich habe das Glück, dass ich immer mit extrem guten Leuten zusammenarbeiten kann, von denen ich auch viel lernen kann. Also lerne ich eigentlich auch am schnellsten.